Hallo zusammen, ihr Lieben. Hier ist wieder Marcel, Community-Moderator im Team von Writing Bull. Und es geht weiter mit Anno 2070. Wir haben heute den 29.05.22, zweiter Aufzeichnungsblock auf Twitch. Das heißt, es werden wieder jetzt vier, fünf Folgen on Block entstehen. Die werden in den nächsten Tagen hochgeladen. Und ich habe mir ein paar Sachen vorgenommen für diesen Stream. Ich habe mir einen kleinen Notizzettel gebaut. Es gibt nämlich so ein paar Sachen, die sind nicht ganz so optimal gelaufen beim letzten Mal. Das eine wäre da für mich zum Beispiel diese Struktur der Produktionsketten. Ich habe total unterschätzt, wie klein eigentlich in Anno 2070 die Inseln sind. Wenn ihr das jetzt mal so im Vergleich seht, hier geht total viel Fläche verloren. Das würde ich gerne mit euch optimieren. Dann hatte ich mir nochmal die Rohstoffe kurz angeguckt von den Produktionsketten, die wir schon gebaut haben. Da ist mir aufgefallen, wir haben Probleme mit Fisch und wir haben Probleme mit Biokost. Da müssen wir vielleicht mal die Produktionsketten optimieren, um auch die Einnahmen zu steigern. Und das wäre für mich auch schon der nächste Punkt. Ich hatte das Statistikgebäude gebaut, weil ich das eigentlich ganz übersichtlich finde. Das kostet aber im Monat 250 Credits. Finde ich aktuell noch ein bisschen früh. Deswegen einmal gelöscht, weg mit dir, um die Bilanz wieder ein bisschen zu steigern auf 355 Punkte. So, dann habe ich noch aufgeschrieben, weitere große Insel besiedeln. Es gibt nämlich hier noch mindestens zwei, die aktuell nicht bewohnt sind. Einmal die hier in der Mitte. Die würde ich eigentlich gerne noch einnehmen, um da nachher eine große Siedlung zu bauen. Und noch eine weitere, diese hier vielleicht. Müssen wir dann gucken, ob wir hier die Siedlung bauen oder auf der anderen, wo dann die Produktionsketten hinkommen, die wir nicht auf der Hauptinsel brauchen, die wir uns dann per Schifffahrt, hinzuholen können. Um einfach die Startinsel hier ein bisschen zu entlasten. Weil Startinsel ist ja immer ein bisschen chaotisch. Wir haben noch nicht alle Technologien freigeschalten. Wir haben relativ große Radien bei Windrädern. Wir haben noch keine Wasserkraft. Sodass wir dann irgendwann von der Startinsel wegkommen auf die beiden neuen Inseln. Wie das Nier schreibt gerade im Chat, durch selber spielen habe ich gemerkt, dass die Lagergebäude nicht mit Straßen mit dem Konter verbunden werden. Das ist so eine Sache, die hatte ich aus Anno 1800 im Kopf, dass das so sein müsste. Hier ist es nicht der Fall. Das Kontor muss in der Tat nur den Einflussbereich haben, der hier in dem Fog of War gekennzeichnet ist. Die müssten untereinander nicht mit Straßen verbunden sein. Das hat man erst bei den späteren Anno-Teilen hinzugefügt. Deswegen können wir auch einige Straßen einsparen. Aber auch danke an David für den Hinweis. So, dann gibt es hier unten Piraten. Und diese Piraten haben viele, viele Kriegsschiffe gebaut. Ihr seht es hier unten teilweise. 2, 4, 6. Es sind aber auch noch einige mehr im Fog of War. Und um hier richtig Handel treiben zu können, brauchen wir eine Kriegsflotte, die müssen wir errichten. Das sollte auch Ziel in dieser YouTube-Folge oder in den nächsten sein, also in diesem Aufnahmeblock, dass wir das vielleicht machen können. Und ich würde gerne eine Sache machen, die es so auf dem Kanal eigentlich nicht gibt, weil wir sind eigentlich alle Schönbauer. Aber ich würde das gerne so ein bisschen splitten. Und zwar, ich würde die Stadt gerne relativ schön bauen, also auch noch mit Ornamenten versehen und was es da alles gibt. Wir hatten ja schon angefangen mit Bäumen und so weiter. Aber bei den Produktionsketten fällt es mir in 2070 ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Und dafür habe ich mir überlegt, dass wir dann doch mal auf sogenannte Layouts zurückgreifen. Ich würde euch das gerne mal zeigen. Hier im Browser könnt ihr das sehen. Das sind gewiefte Anno-Fans von annoinfo.de. Die haben mal Layouts entworfen, wie man am besten Städte plant oder Produktionsketten aufsetzt. Und es ist einfach deutlich kompakter, als wenn man das alles selber plant. Deswegen würde ich im Laufe des Streams, da wo es notwendig ist, auf diese Layouts zurückgreifen. Allerdings werde ich die nicht jedes Mal einblenden. Ihr könnt die, wie gesagt, nachgucken bei annoinfo.de. Ich habe mir hier so ein kleines Tablet hingestellt, wo ich die drauf habe. Einfach damit ich nicht mal in einem zweiten Monitor, wo die ganze Streaming-Software läuft, mir dann auch noch mit den Produktionsketten zuballere. Also wenn ich ab und zu nach hier unten gucke, wird es daran liegen, dass ich parallel mal kurz aufs iPad gucke und mir da ein Layout aussuche. Gut, gab es noch was Wichtiges? Ja, Diplomatie kann man uns noch angucken. Wäre auch so ein Thema. Denn zum Beispiel der gute Vadim Sokov, willkommen bei Sokov Transnational. Der Ölbaron, der mag uns nicht wirklich. Wir haben bei ihm keine Punkte. Und ich fände es ärgerlich, wenn er uns irgendwann den Krieg erklären würde. Müsste man gleich mal gucken, ob man hier irgendwie höhere Rechte kriegt, ob wir ihn irgendwie mit Geld bescheißen können. Müssen wir da mal schauen. Werden wir alles heute erleben. So, das war die kurze Einführung.
Ich würde mal damit beginnen, das Problem mit der Fischversorgung zu lösen. Geh dafür mal auf normale Spielgeschwindigkeit. Das müsste diese hier sein. Oder ich gucke nochmal mit FL. Dann kann man sich doch hier... Ne, normal ist hier gar nicht drin. Minustaste war es. So müsste normal sein. Genau, das ist normale Geschwindigkeit. Einmal ins Baumenü. Und dann Fischereien bauen. Auch hier eine Sache gelernt aus Anno 1800, da ist es anders. Da müsst ihr quasi an der Küste bauen oder mit Pontons den Hafen verlängern. Hier kann man in der Tat einfach im Wasser bauen und die Schiffe schippern das dann manuell ins Kontor. Weshalb ich jetzt hier vorne einfach mal zwei Fischereien hinsetzen würde. Die hier vorne können wir später, auch wenn wir den Hafenbereich brauchen, dann noch versetzen nach hier vorne. Würde ich aber erst machen, wenn es notwendig ist, da wir, glaube ich, keine Baukostenrückerstattung zu 100% aktiv haben. So, Also wenn du hier damit weiterhin das sollte Sagen hast, in den nächsten brauchen wir uns Minuten die keine Sorgen Fischversorgung zu machen. steigen. Angestellter macht sich keine Sorgen, das ist gut. Und Biokost ist noch so ein Thema. Müssen wir uns das auch anschauen. Das wird ja gebaut aus, lass mich gucken. Einmal Baumenü, nächste Stufe. Aus Gemüse und aus Reis, also rein vegetarische Sushi-Röllchen, die hier gewickelt werden. Und das Gemüse importieren wir von einer anderen Insel, nämlich diese hier oben im Norden, Dorado. Und ich finde die Insel nicht optimal für eine Gemüseproduktion, weil die ist relativ verschachtelt, man hat keine großen Flächen. Und man muss hier sehr verwinkelt bauen. Ich würde das auch gerne umstellen auf die benachbarten Inseln. Also entweder auf die hier oben, die wir uns eventuell neu schnappen wollen, oder auf eine der beiden größeren. Müssen wir mal gucken, welche wir noch kriegen. CMD Blair schreibt, wie kann man eigentlich die Leiste mit der Geschwindigkeit unten mittig einblenden? Kann ich dir mal kurz zeigen. Also drückst einmal die F11-Taste, dann gibt es hier so eine Funktionsdatenbank. Und da kannst du dann die verschiedensten Module, die es hier gibt, einfach per Drag and Drop nehmen und hier unten auf so, ja, Platzhalter ziehen. Die sind immer da, ist ein bisschen versteckt und da kann man... Sollen wir Piratenüberfall deine finde ich Kräne nicht gut. entführen? Schauen wir uns gleich mal an. Ich hoffe, dass ich hier noch wegkomme. Und du kannst auch Produktionsgebäude und sowas hier unten theoretisch draufziehen. Also wenn du jetzt Wege baust, Häuser, Depots, dann kann man die da unten einblenden. Eigentlich ganz praktisch. Weil gerade halbe Spielgeschwindigkeit ist, braucht man schon mal häufiger, gerade wenn man live streamt, was erklären möchte und so weiter. So. Okay. Erste Sache wäre für mich, wir gucken mal auf inaktive Schiffe. Da gibt es eins, was gerade beschossen wird und eins bei uns im Hafen. Die Albatros, ein Kriegsschiff. Die würde ich mal nutzen wollen, um ein zweites Kontor zu bauen auf einer der freien Inseln. Dafür brauchen wir als erstes Baumaterial. Nehmen wir mal 20 Tonnen der Bauzellen mit und 20 Tonnen Werkzeuge. So, wo fahren wir damit hin? Wir können hier mal gucken, wie das mit den Rohstoffen aussieht. Wir haben Tee, Reis, Kaffee und einen freien Slot auf dieser Insel im Westen. Und wir haben hier unten eine unbewohnte Insel, die hat noch Kaffee. So, auf der Hauptinsel haben wir Kaffee, hier oben nicht. Ist eigentlich egal, wir brauchen auf jeden Fall nachher noch Zucker, haben wir nämlich gar nicht. Und das war erst der Anfang. Hector hat eine ihrer Einheiten besiegt, ja, das ärgert mich gerade. Aber kommen wir gleich zu. Wir waren gerade bei den Inseln. Damit das hier nicht ganz so weit ist, würde ich vielleicht die Insel hier im Süden nehmen. Dann haben wir kurze Wege. Die ist nämlich knapp unterhalb unserer Hauptinsel. Und würde hier an der Küste ein Kontor bauen und die Insel claimen. Gerade gibt es im Chat eine Frage wegen Auflösung beim Stream. Also Full HD 1080 sollte eigentlich der Standard sein. Wenn es da irgendwelche Probleme gibt, drückt einfach mal F5. Und die Aufzeichnungen auf YouTube sind ebenfalls in Full HD. So, Schiffchen fährt hin. Gibt leider noch nicht diese schöne Follower-Ansicht, die ihr von Daniel und den 1800-Streams kennt. Deswegen müssen wir einfach kurz warten. Schiffchen kommt aber hier schon irgendwo angetuckert. Da ist es. Einmal Karte drehen. Und einmal ein neues Kontor bauen.
Das gefällt Sokov ebenfalls überhaupt nicht. Soll mir aber erstmal egal sein. Ich lasse das Kriegsschiff auch mal hier vom Konto liegen, damit es zumindest ein bisschen die Insel verteidigen kann. Auf meinem Zettel hake ich mal ganz kurz ab, dass wir die Fischereien gebaut haben, das Statistikgebäude niedergerissen haben. Bauen wir später neu. Ich hoffe, die Leute sind nicht zu böse darum, die auf unserer Insel wohnen. Und, ja, große Inseln einnehmen haben wir noch nicht, da haben wir erst eine. Lassen wir erstmal offen. Gut. Schauen wir nochmal auf die Hauptinsel. Ich würde jetzt mal schauen, dass wir Kriegsschiffe im laufenden Band produzieren. Denn ich denke, wir brauchen einige, um angreifen zu können. Zwei, drei werden da nicht reichen. Wir brauchen direkt eine größere Flotte. Die Piraten ziehen bei Angriffen alle ihre Schiffe zusammen, attackieren uns von allen Seiten. Das wäre schlecht zu verlieren. Wir hatten schon ein Hafengebäude gebaut. Das ist dieses hier. Und da gibt es verschiedene Schiffe zur Auswahl und auch ein Kriegsschiff. Genau, die Viper gibt es und die Atlas haben wir noch nicht freigeschalten. Nehmen wir mal die Viper. Dafür brauchen wir noch 20 Stahlrollen, ist das, glaube ich, oder wie heißt das genau? Einmal kurz gucken. Eisenschmelze, genau. Geschmolzenes Eisen brauchen wir etwas mehr. Da hatten wir uns auch, glaube ich, am Ende des letzten Streams hier unten Notizzettel gemacht. Also kann man auch in-game machen, finde ich eigentlich mal eine ganz praktische Geschichte. Piraten umbringen, übernommen. Mindestens 3 Kriegsschiffe bauen, würde ich sogar erhöhen. Und wir brauchen Eisenbergbau. Können wir einmal kurz gucken, ob wir hier oben auf der Zweitinsel, die wir jetzt eigentlich nur noch für Produktionsketten nutzen wollen, Bergbau haben. Gibt es hier Minenplatz? Nehmen uns eine Eisenerzmine. Ja, die ist noch nicht im Einflussbereich. Müssen wir mal gucken, dass wir das ein bisschen erweitern. Hier wären 2 relativ nah beieinander. Vielleicht kann man da mit einem Warendepot die beide erschließen. Ne, das geht noch nicht. Hier oben ist eigentlich sonst gar nichts. Dann würde ich zumindest hier einen Teil der Küste mit erschließen wollen. So. Und das hier einmal anbinden. So, da brauchen wir eine Straße für. Und wir brauchen die Eisenmine. So. Wie wir eben gelernt haben, wir müssen das nicht verbinden. Das geht in 2070 automatisch. Können wir also weglassen. Gaius Julius Caesar, viele Grüße an dich. Schön, dass du da bist. So, dann brauchen wir eine Handelsroute, die uns das Eisen runterschifft. Oder wir machen direkt hier oben geschmolzenes Eisen. Dafür bräuchten wir noch eine Kohlemine. Ist vielleicht sogar eleganter, weil auf der Hauptinsel waren, wenn ich mich recht entsinne, alle Minenbauplätze besetzt. Dann können wir das direkt hier oben zusammenführen. Wer hätte es gedacht, dafür brauchen wir noch ein Warndepot. So, hier können wir nur noch die eine Ecke aufgleisen. Hier war... Ja, das ist beides gleich suboptimal. Dann machen wir es einfach hier oben hin. Kohlebergbau. Und eine einfache Straße. TTBVB, auch liebe Grüße an dich. Noch an die YouTuber. Lasst gerne mal Kommentare da unter den Videos. Ich gehe auch gerne auf eure Tipps ein, falls euch was auffällt. Immer so 4-5 Folgen im Vorlauf kann ich auf YouTube mitsehen vor dem nächsten Stream und gehe da auch gerne auf Ideen, Tipps und so weiter ein. Wie gesagt, Fokus ist so ein bisschen Schönbau, das Spiel nochmal kennenlernen nach 10 Jahren, weniger auf die super mega Effizienz, einfach nur gemütliches, lange Sonntag zusammendaddeln. Gut, gehen wir nochmal auf die Schiffliste, wir haben aktuell nur 1. Dann brauchen wir erstmal hier oben ein Handelsschiff. Einmal kurz gucken, wo das Gebäude ist, hier vorne. Und nehmen uns... Ja, wir könnten eigentlich mal Kommandoschiff oder Frachtschiff. Das kostet 10 Munition, das Kriegsschiff hat 15 Munition. Einmal das Munitionslager checken, ob wir noch genug haben für weitere Schiffe. Das sieht gut aus. Würde ich einmal das Kommandoschiff in Auftrag geben. Energiebilanz hält dem auch noch stand, das ist gut.
Und danach dann direkt eine Viper. Okay, Schlangen gibt es hier auch noch nicht. Warten wir, bis die eine fertig ist. Registriere Friedensschluss zwischen Nachbarn. Leon Moreau und Vadim Sukhov haben Frieden geschlossen. Könnt ihr gerne machen. Fahrzeug verloren ist ärgerlich. Ich klicke das hier mal alles durch, dass hier oben die Historie wieder ein bisschen leerer ist. Da wäre so ein Button schön, das automatisch zu machen. Aufgabe Schwertransport, das war... Nehmen Sie die Spezialisten an Trenchcoats Schiff an Empfang. 12 Minuten sollten wir auch gleich schaffen. Vielleicht schaffen wir die Quest dann noch. Aber erstmal ganz kurz warten, bis hier unten das Schiff fertig ist. Dann das nächste in Auftrag geben. Nehmen wir erstmal das Handelsschiff. Also das hier einmal, um die Insel zu verteidigen, als Kriegsschiff oder als Kommandoschiff. Jetzt das Handelsschiff für das geschmolzene Eisen von oben. Und während das hier baut, können wir hier oben noch die jetzt noch fehlende Eisenschmelze bauen. Dafür fehlt uns hier oben Material, 4 Werkzeug. Gut, dann schiffen wir das gleich mit hoch. Ich habe mir irgendwie mal angewohnt, in meinen Partien Werkzeug und sowas eigentlich nur auf der Hauptinsel zu bauen. Ein Schiff geändert werden, das gefällt mir nicht. Also ihr seht, Piraten gehen einem echt auf den Keks. Da müssen wir jetzt gleich was machen. Ich kann das Schiff hier aktuell nicht mehr bedienen. Aber Handelsschiff gleich fertig und dann geht es direkt in die Kriegsschiffe. Sobald hier dann das Eisen da ist. Wir können ja einmal manuell hochschiffern und mit dem Kriegsschiff manuell Eisen holen. Ich hoffe, dass die das Frachtschiff jetzt nicht klauen können. Handelsschiff würde ich noch etwas auf Abstand halten, solange hier oben die Piraten sind. Und hier fehlt uns 20 Eisen. Wie viel haben wir denn hier? 6. Ja, dann müssen wir wirklich warten, bis das geholt ist. Vielleicht können wir hier ein bisschen ärgern, während das geändert wird. Weil es schießt aktuell nicht zurück. Also entern und zurückschießen scheint nicht zu funktionieren. Der Balken hier fällt ab. Aber vielleicht schaffen wir es vorher noch, die zu zerstören. Ziemlich knappe Kiste. Komm schon. Ganz, ganz knapp hier. Wer schießt zuerst? Greift ihr an. Schön, das hat geklappt. Sukhov Transnational hat durch diese Person bereits große Verluste eingefahren. So, Eisen haben wir noch keins da. Genau, weil die Baumaterialien fehlten. Ah, ich habe mich zu sehr ablenken hier von den scheiß Piraten. So, machen wir das doch mal voll. Packen hier mal 30 Tonnen rein. Hiervon auch mal 30 Tonnen. Das sollte für die nächsten Bauvorhaben reichen. Schicken das nach oben. Mein Öl wird am Weltmarkt. Kriegsschiff fährt zurück zur Hauptinsel. Und wir hatten auch noch ein... Genau, Handelsschiff fährt hoch. Perfekt. Da gehört es nachher auch hin. Das ist die Handelsroute, die wir haben wollen. So, was gibt es hier eigentlich noch? Es gibt noch ein Hovercraft, Eco-Kriegsschiff. Das braucht aber Glas. Leichte, gepanzerte, schnell und wendiges Schiff. Schlagkräftig gegen Flugeinheiten. Ich bin ja froh, dass die Gegner noch keine Flugeinheiten haben. Vor allem, dass andere so kriegerisch sein kann, habe ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt.
So, Baumaterialien, kommt ihr an? Einmal hochschicken. Dann die Eisenschmelze. Packen wir mal direkt hier oben mit dran. So. Und mit der Albatros. Die können wir eigentlich mal umbenennen. Gibt es Leute im Chat, die gerne ihren Namen verewigt haben wollen? Ich kann euch aber nicht versprechen, dass ihr am Ende des Let's Plays noch lebt. Also wenn die Piraten so weitermachen, wird hier irgendjemand ja, das Zeitliche segnen. Da liegt noch was im Wasser. Verworfene Drohbriefe. Sieht die BVB, hätte ich gern verewigt. Mache ich doch gerne. Aber wie gesagt, nicht sinken, und wenn da Piraten kommen, bring sie um. Du bist zwar ein Handelsschiff, aber alles, was du hast, draufwerfen, vielleicht hilft's. Erst das Opferlamm, der will, genau. So, neue Handelsroute. Handelsroute war... Strategische Karte heißt es hier, genau. So, neue Handelsroute. Geschmolzenes Eisen. Soll bitte von hier oben nach dort unten. Und hier oben logischerweise verladen. Und hier unten entladen. Und ich habe es auch schon mal gesagt, bei mir macht ein Schiff genau immer ein Gut von Hafen zu Hafen. Ich mache nicht diese Ketten, die über verschiedene Inseln fahren. Viel zu kompliziert. Deswegen kann man das hier alles schon schön vollpacken. Für spätere Ereignisse. So, Schiff hinzuweisen. Albatros war es nicht. Kommandoschiff. Genau, TTBVB war es. Du darfst jetzt erstmal ganz, ganz viel Eisen hin und her tingeln. Und Worf Franz hätte gern seinen Namen auf dem Schlachtkreuzer. Packen wir dich mal hier auf das Kriegsschiff. Der Name lässt ja vermuten, dass du kriegerisch unterwegs bist. Das passt ja ganz gut. Ich schreibe dich mal so, wenn ich das darf. Und wie gesagt, auch du musst uns verteidigen. Kriegst aber gleich noch Unterstützung. Hier gibt es eine Aufgabe. Dürfte ich dich um etwas bitten? Angestellter Steve bittet sie, mehrere Personen zu helfen, die in Seenot geraten sind. 5000 Credits und 141 Forschungslizenzen. Ist eigentlich ganz interessant. Ich fürchte, in dieser Sache ist es 5. Hier ist noch eine Quest. Bleib dran! Es geht für uns um. Die wir es gerade nicht sehen können. Okay. Da kommen die ersten drei Stahle angefahren. Für den Bau brauchen wir aber deutlich mehr. 20. Müssen wir gleich gucken. So, die Mission können wir vielleicht zwischenschieben. Hector mag uns nicht. Gut, du bist Pirat. Wir mögen dich auch nicht. So, die Quest... Das ist hier rechts außen. Da hat es geblinkt. Das können wir eigentlich schnell machen. Schicken wir mal ein Kriegsschiff dahin. Genau an diese Stelle. Und da scheinen Schiffbrüchige zu sein. Da ist irgendeine Schlacht passiert. Die wurden angegriffen. Forschungslizenzen würde ich erstmal sammeln für nachher die Tech-Fraktion. Dass wir da Items und Forschung und sowas betreiben können. Arschen-Upgrades weiß ich gar nicht, ob wir jetzt schon brauchen. Also man kann die Arsche halt upgraden. Vor allem, die sind doch gar nicht so richtig
Da sind die schiffbrüchig, aber die haben doch so eine Rettungsinsel. Über Kriegsausbruch zwischen Nachbarn. Da wird schon wieder Krieg begonnen. Hector soll aber ruhig mal mit Vadim Krach anfangen, Krieg beginnen. Weil beide sind uns nicht gut gesonnen, sollen sie sich gegenseitig die Schiffe zerbomben. Gibt uns noch mehr Zeit. Und? Erfolg gehabt? Ja, wir waren erfolgreich. Wir konnten alle vier Schiffbrüchigen retten. Du ahnst gar nicht, was mir das bedeutet. Freut mich, haben wir gerne gemacht. So, wie viel haben wir inzwischen? 10. Dauert noch ein bisschen. Ha. So, gibt uns aber ein bisschen Zeit, nochmal nach dem Fisch zu gucken. Der ist jetzt voll. Und hier fehlt uns die Biokost. Immer noch so ein bisschen. Und Lifestyle wird auch knapp. Ich würde das gerne direkt sauber aufziehen. Lieber ist noch ein, zwei Minuten warten, bis die Schiffe da sind und dann wirklich diese Ansammlung von Gemüsewirrwarr auf einer neuen Insel hübsch bauen. Ich habe es eben kurz gezeigt anhand von so einem Bauplan. Dann wird das Ganze deutlich kompakter und wir wollen ja ein bisschen länger spielen. Wenn du hier weiterhin das Sagen hast, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Freut mich. Dann sieht es einfach ein bisschen kompakter aus und wir können viel mehr Forschung und Produktionsketten bauen. Kann ich Eisen einkaufen? Kann ich bestimmt auch irgendwo. Aber der gute Trenchcoat. Ich vielleicht mal einen Zahn zu. Der hat gerade keins. Hier oben auch nicht. Da unten will ich gerade noch gar nicht hin. Sieht soweit schlecht aus. Geht aktuell noch nicht. Wie gesagt, Eisen wird es automatisch kommen. Wir können parallel schon mal planen mit dem Gemüse von der anderen Insel. Und noch ein untätiges Schiff außer dieses. Die war Franz. Bewacht hier unten das Kontor. Würde ich lieber einmal abziehen. Baumaterial reinpacken. Und gucken, dass wir auf entweder auf dieser Insel, doch eigentlich hier oben auf der Insel, dann die Gemüseproduktion hinbaue und hier hinten dann abreiße. Schiffchen fährt. Man kann im Konto auch handeln. Ja, wir können hier zum Beispiel verkaufen oder einkaufen und könnten hierüber auch entsprechend Güter beziehen. Wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht wirklich ein bisschen Eisen zukaufen können. Kann man so auf den Schieberegler setzen. Ich mache mal 40. Dann könnten wir immer zwei Kriegsschiffe bauen. Danke für die Idee. So eine verdammte Pleite. Sägewerk stellt keine Waren her. Warum nicht? Ja, weil voll ist. Können wir aber vielleicht auch verkaufen. Ist ja auch so eine Idee. Und verkaufen mal, bis wir immer so ja, 30 haben. Nimmt uns ein bisschen... Schlagen kann ich woanders auch. Tut mir leid, Trenchcoat. Wir mussten Leute in Seenot retten. Die waren noch schlimmer dran, als das, was du von uns wolltest. Beim nächsten Mal sind wir gerne wieder für dich da. So. Worfranz muss uns jetzt helfen mit Baumaterialien. Upsala, das waren alle, das wollte ich nicht. Da mal 20 mit. Hier fahren auch mal 20. Und fahren nach hier oben. Dahin. Keiner 20 da, wie viel haben wir? 16. Also gleich können wir das erste Kriegsschiff bauen. Übrigens Credits auch wieder deutlich im Plus.
Steuereinnahmen hoch. Also ich baue lieber langsam die Siedlung aus und gucke dafür, dass das hier alles in den grünen Bereich kommt. Denn wenn wir das zu schnell machen und zu schnell auf die anderen Bevölkerungsebenen gehen, und das ist nicht alles im grünen Bereich, rutsche ich sehr schnell in eine rote Bilanz. Und das möchte ich nicht gerne haben. So, das kann auch alles weg. Fahrzeug abgeschlossen, hatten wir auch schon. Kriegsschiff. Zodiac. Können wir auch umbenennen. Und da sehe ich gerade im Chat zufällig einen echt coolen Namen. Nämlich unseren guten Gulasch-Kanonisten. Grüße dich. Werfe die Gegner mit Gulasch tot. So solle es sein. So, Kriegsschiff würde ich jetzt gerne noch in Auftrag geben. Eins fehlt noch, ein einziges Eisen. Da kommen 6 angefahren. Dann sollte das ohne Probleme jetzt gehen. So, komm, schließ den Handel ab. Du hast nur 6 Tonnen geladen. Unsere Kräne sind flink und laden es aus. So. Und die erste Viper geben wir in Auftrag. So, damit würde ich sagen, kleines Zwischenziel für diesen Stream erreicht. Erstes Kriegsschiff in der Produktion. Auf Twitch geht's weiter. Und auf YouTube machen wir eine kurze Unterbrechung. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.